Ein Überlebender der Titanic. Der Eisberg hat das Schiff nicht zerstört, Ausrufezeichen. Ist die Titanic überhaupt gesunken? Oh shit. Miese Recherche, Freunde. Aluhüt raus. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus in die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Ein Überlebender der Titanic. Der Eisberg hat das Schiff nicht zerstört, Ausrufezeichen. Es geht um eine miese Titanic-Recherche. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht hier auf dem Kanal. Die Titanic-Verschwörung quasi. Ich bin gespannt, was hier erzählt wird. Es ist ein relativ kleiner Kanal, obwohl geht, 145.000, verborgene Welten. Glaube ich, haben wir uns noch kein Video von reingezogen, deswegen bin ich gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal, ich liebe euch. Wir gehen rein in den Peter, let's go. Ist die Titanic in Wahrheit gar nicht mit einem Eisberg kollidiert? Kein anderes ziviles Schiffsunglück ist uns so sehr im Gedächtnis hängen geblieben wie der Untergang des kolossalen Luxusliners. Doch was geschah wirklich in der Schicksalsnacht vom 14. auf den 15. April 1902? Ich habe schon von vielen Theorien gehört, dass die Titanic eigentlich gar nicht die Titanic war, dass es eigentlich ein anderes Schiff war, weil Titanic technisch irgendein Problem gab oder so. Dann habe ich gehört, dass da drei Leute auch mit auf der Titanic drauf waren, die sehr reich und mächtig waren. Irgendwie gehört, dass JP Morgan da auch noch irgendwie mit drin involviert ist und so. Ganz dubiose Geschichten. Mal gucken, was hier in dem Video mit aufgegriffen wird. Wie sehr decken sich die zahllosen Dokumentationen und James Camerons Blockbuster mit der historischen Realität? Es gibt eine Reihe... Der Film ist aber wild, ich schwöre. Aufsehenerregenden Augenzeugen berichten, die große Zweifel an der offiziellen Darstellung des Unglücks aufkommen lassen. Am Ende dieser kontroversen Aussagen steht wiederum eine Frage, die alles, was wir über die dramatischen Ereignisse zu wissen glauben, in seinen Grundfesten erschüttert. Ist die Titanic überhaupt gesunken? Oh shit. Als die Titanic am Mittwoch... Miese Recherche, Freunde, Aluhüt raus. ...im 10. April 1912 aus dem Hafen von Southampton auslief, war nur gut die Hälfte der Passagierunterkünfte besetzt. Eigentlich würde man glauben, dass damals so viele Menschen wie möglich versuchten, einen Platz auf dem schwimmenden Stolz der White Star Line zu ergattern. In Wahrheit wurde die Jungfernfahrt der Titanic jedoch von einem langwierigen Kohlestreik überschattet. Da die Passagiere infolgedessen nicht wussten, ob und wann die Schiffe ihren Dienst aufnehmen könnten, verzichteten viele auf den Kauf einer Fahrkarte. Krass, Alter, im Film sieht es so aus, als ob die überfüllt ist, die Titanic, ne? Das fanden sich jedoch über 2200 Menschen an Bord der Titanic ein. 2200, okay. Davon mehr als 1300 Passagiere. Nicht wenige von ihnen träumten davon, in Amerika ein neues, besseres Leben zu beginnen. Allerdings brachen damals auch zahlreiche namhafte Persönlichkeiten nach Übersee auf, die längst zur Creme de la Creme der Gesellschaft. Von wo aus sind die losgeschippert, die Jutzen? Was heutzutage weltberühmte Schauspieler, Musiker und Profisportler sind, waren damals insbesondere steinreiche Geschäftsleute. Dazu zählten beispielsweise... England oder was? Oder von wo? Isidor Strauss, der Inhaber des New Yorker Kaufhauses Macy's. Benjamin Guggenheim, der zu den reichsten Männern der USA gehörte. Oh shit, ja, ja, ja. Sowie John Jacob Astor, dessen Leiche nur anhand eines Platinrings und der 4000 Dollar in seiner Hosentasche identifiziert werden konnte. Seltsamerweise blieb ein anderes Mitglied der High Society, der Jungfernfahrt der Titanic, aber fern. Und das, obwohl sein Name eigentlich von Anfang an einen festen Platz auf der... Das ist JP Morgan jetzt, glaube ich, oder? ...die Liste besaß. Kein Wunder, denn im... Ja. Warum ist der Jüngste weggeblieben? Hin war JP Morgan als Eigentümer der White Star Line so etwas wie der Chef der Titanic... Und wie es sich für einen Mann dieses Kalibers gehört, hatte der einflussreichste Privatbankier seiner Zeit im Vorfeld eine persönliche Suite an Bord des Schiffes gebucht, die über ein eigenes Promenadendeck und ein Bad mit speziell entworfenen Zigarrenhaltern verfügte. Dass sich Morgan in letzter Sekunde dazu entschied, die Reise doch zu canceln, kann man ihm rückblickend allerdings nicht wirklich verübeln. Wer setzt schon einen Fuß auf ein Schiff, von dem man sicher weiß, dass es untergehen wird? Oh, shit. War der Untergang ein kaltblütiges Mordkomplott? Heißt es nicht kaltblütiger Mordkomplott? War der Untergang ein kaltblütiges Mordkomplott? Ich würde sagen, das heißt, war der Untergang ein kaltblütiger Mordkomplott, oder?
Diel lag morgens fernbleiben die reine Bequemlichkeit zugrunde, da er lieber seine morgendlichen Schwefelbäder im französischen Badeort Aix-les-Bains genießen wollte, zog er es vor, die Reise nach New York nicht anzutreten. Inoffiziell hätte Morgan aber auch dann nicht die Titanic betreten, wenn er pünktlich am Hafen erschienen und an Bord gegangen wäre. Denn angeblich war es überhaupt nicht die Titanic, die damals in See stach. Stattdessen sei der Dampfer im Vorfeld klammheimlich mit der Olympic, dem Schwesterschiff der Titanic, Davon habe ich auch schon gehört. Krass, Alter. Alle Sachen, die ich am Anfang schon angesprochen habe, sind hier auch Teil bis jetzt, ne? Worden. Und zwar auf Geheiß von niemand Geringerem als J.P. Morgan selbst. Dies habe Morgan in die Wege geleitet, da die Olympic wenige Monate nach ihrem Stapellauf in zwei Folgen... Das Komplott war schon richtig. Das Komplott? Nee, Digga. Der Komplott, Bruder. Akkusativ, Dativ, na man. Normativ, das Komplott. Krass, Digga. Plural. Der Komplotte. Die Komplotte. Das Komplott. Crazy. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Der Komplott hört sich irgendwie gesünder an. Hört sich irgendwie normaler an. Wäre Unfälle verwickelt war. Angeblich erlitt das Schiff dabei praktisch irreparable Schäden, die den finanziellen Ruin der White Star Line bedeutet hätten. Einen geheimen Austausch und ein kaltblütig inszeniertes Unglück später durfte sich die Reederei aber stattdessen über den Erhalt einer beträchtlichen Versicherungssumme. Das hört sich besser an. Lass Petition machen. Ja, ne? Das Überraschungsmoment hört sich aber auch richtig an, Bro. Nicht der Überraschungsmoment. Der Krake. Heißt es der Krake? Crazy. Müssen Deutsch nochmal überarbeiten, ne? Ein bisschen. Dass diese kontrovers diskutierte Theorie bis heute im Umlauf ist, ist nicht zuletzt dem vermeintlichen Enthüllungsbuch von Robin Gardiner geschuldet. Geil, The Great Titanic Conspiracy, Bruder. Die große Titanic-Verschwörung. In dem 1998 erschienenen Werk Titanic, The Ship That Never Sank, führt Gardiner hierzu einen bemerkenswerten Umstand auf. Der sieht gesund aus, Digga, der Jüdste. Während die Olympic 16 Bullaugen besaß, zählte die Titanic nur 14. Doch als die Titanic den Hafen von Southampton verließ, waren wie von Geisterhand zwei zusätzliche Bullaugen hinzugekommen. Doch damit nicht genug. Wer noch tiefer die verworrene Materie eintaucht, wird schon bald mit einer weiteren, nicht weniger abgefahrenen Behauptung. Digga, das ist so krank, ne, dass wir eigentlich einen Scheißdreck wissen, ey. Über diese heftigen Ereignisse, die für uns alle so normal erscheinen. Bro, kein Wunder, dass manche Leute sagen, Erde ist flach, sag ich dir ehrlich. Demzufolge war der Untergang der Fake-Titanic nicht nur ein Versicherungsbetrug unvorstellbaren Ausmaßes, sondern auch ein gnadenloses Mordkomplott. Wir erinnern uns, John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim und Isidor Strauss befanden sich damals an Bord des... Ich würde jetzt gerne mal kurz bei Wikipedia gucken, wer die Jungs innen waren, aber ich... Ja... Hab schon eine Vermutung. Drei sollten den Untergang nicht überleben. Gerüchteweise hatte das steinreiche Trio geplant, eine US-Zentralbank zu gründen und Scheiße. Damit den gewaltigen Unmut von J.P. Morgan entfesselt. Seine eigene Monopolstellung in Gefahr wähnend, soll sich Morgan letzten Endes dazu entschlossen haben, das Schiff zu versenken. Krass, Digga. Somit seine potenziellen Konkurrenten zu beseitigen. An dieser Stelle sei jedoch erwähnt, dass sich bis auf Strauss weder Guggenheim noch Astor jemals öffentlich zur Gründung einer... Einer schreibt was Richtiges rein. Das, was die Masse weiß, hat sie von Hollywood-Filmen. Facts. ...Talbank geäußert haben. Die Titanic hat den Eisberg nie gerammt. Doch wie um alles in der Welt bringt man einen derart kaltblütigen Plan überhaupt in die Wirklichkeit? Wusste die Besatzung ganz genau, welchen Eisberg sie wann zu rammen hatte? Gab sich 5000 Opfer sind und 5000 Opfer irgendwo, was? Verstehe nicht, was du sagst. Wo 5000 Opfer sind, die USA und haben ihr Leben lang die Fresse gehalten. Ja, nee, ist klar. Bro, 9/11. Es sind leider oft solche Ereignisse passiert, wo ich vermute, dass da mehr dahinter steckt, als die Masse auf jeden Fall vermutet. Und ja, dass ich auch überzeugt davon bin, dass Regierungen und Geheimdienste auch sehr viele Leichen in Kauf nehmen, um deren Agenda durchzuziehen. Ist denen egal. Menschenleben ist für die jetzt nicht so viel wert wie für uns normale Menschen. Crew bereitwillig als Kanonenfutter hin und wie viele Menschen waren überhaupt in Morgans Verschwörung eingeweiht?
Nun, es gibt Personen, die felsenfest davon überzeugt sind, dass die Titanic keineswegs der Kollision mit dem Eisberg zum Opfer gefallen ist. Stattdessen, so die kruden Überzeugungen, sei das Schiff im Rahmen einer kontrollierten Sprengung Ich wollte gerade Sprengung sagen. Ich höre kontrollierte Sprengung, kommt mir irgendwie bekannt vor. Worden. Diese These soll auch von den merkwürdigen Zeugenaussagen gestützt werden, die nach dem Untergang der Titanic die Runde machten. Denn tatsächlich gaben nicht wenige Überlebende im Nachgang an, während der Katastrophe eine Reihe von Explosionen gehört zu haben. Echt? Das ist miese Recherche, Digi. Aber muss es sich dabei auch zwangsläufig um die Detonation eines Sprengsatzes gehandelt haben? Naja. Muss nicht, kann aber. Diejenigen, die von einer geplanten Schiffsbeseitigung ausgehen, werden wohl weiterhin an dieser Theorie festhalten. Doch trotz dessen sollten wir nicht vergessen, dass es auch andere Erklärungsansätze für den vermeintlichen Explosionslärm gibt. Demnach liegt es in der Natur der Sache, dass die Titanic nicht darauf ausgelegt war, in einem steilen Winkel aus dem Wasser zu rammen. Digga, ich will hier ein Video einblenden, ganz kurz. Warte mal, wie finde ich das jetzt am schnellsten? Na, gucken wir weiter. Die massiven, schweren Komponenten, die währenddessen im Bauch des Schiffes gegen die Schotten krachten, dürften mit Sicherheit einen Höllenlärm verursacht haben. Zu berücksichtigen ist auch, dass während der Überflutung des Schiffes eine Menge Luft in verschiedenen Räumen eingeschlossen war. Infolge des steigenden Innendrucks dürften also... Wir reden ja öfter drüber, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, das passt jetzt hier gerade. Kurz ein Meme reinziehen zum Thema Feminismus und Titanic. Ist mit spanischem Untertitel, aber ist auch egal. My God. Captain, the lifeboats are ready to go. Should we load the women and children first? No, men and children first. Excuse me, sir. It's 2022, Private. A woman can handle a sinking ship just as well as a man can. And if you don't think so, you're a misogynistic asshole stuck in 2008. Yes, sir. Ladies and gentlemen, for the time being, I am requiring... Men and children only. Are you kidding me? It's 2022. This is what you wanted. You wanted to be treated equal to men. Well, this is how men are treated. No, we don't. We just say that half the time. We don't actually believe in it. Yeah, we did. We just say that half of the time, but we actually didn't believe it. Bruv. Mädels. Wenn's hart auf hart kommt, dann wollt ihr doch wieder Mädels sein, ne? Sei ehrlich jetzt, Digga. Ne, Freunde? Sonja, bist du da oder was? Hörst du zu? Come on, we're just as capable as men are. Shut up! I identify as a man. I hate 2022. I identify as a man. I hate 2022. Jack, do you think I could go up on the door? It's 2022, Rose. I wouldn't want to imply that you can't handle the ice cold water the same way a man could. I think I'm dying, Jack. I love 2022. So, da freut er sich, der Lovelock, Digga, da freut er sich. Viele Luken praktisch aus ihren Verankerungen herausgesprengt worden sein. Und obwohl diese Ansätze durchaus plausibel erscheinen, dürfen sie nicht jeden Skeptiker überzeugen. Unterm Strich reichen die wirren Überzeugungen sogar noch viel weiter. Die Verschwörung wird bis heute mit allen Mitteln aufrechterhalten und hat erst kürzlich 5 weitere Todesopfer gefordert. Mit Sicherheit erinnerst du dich noch an die Tragödie des U-Bootes Titan, das sich im Juni 2023 zum Wrack der Titanic aufgemacht hatte und während des Tauchgangs implodierte. Während das Unglück gemeinhin auf eine mangelhafte Konstruktion des Betreibers Ocean Gate zurückgeführt wird, gibt es auch Leute, die mit einer etwas anderen Erklärung für die Titan-Katastrophe aufwarten. Das U-Boot sei absichtlich sabotiert worden, um zu verhindern, dass die Passagiere die Spuren der kontrollierten Sprengung erblicken und eine unvorstellbare Wahrheit ans... Digga, das ist auch so eine dumme Geschichte, ne? Wer macht sowas? Das können nur Reiche und vor allem, ja, das ist eine bestimmte Art von Menschen, die sowas macht, so. Ich habe erst gecheckt, im Nachhinein auch, bei diesem Titanunglück, die waren in diesem U-Boot drin und die konnten nicht rausgucken. Die haben nur über einen Bildschirm quasi gesehen, was draußen abgeht, so. Also die konnten gar nicht wirklich mit ihren eigenen Augen sehen, was da abgeht. So, wer macht sowas? Wie kann man so dumm sein? Weißt du, was ich meine? Was geht ab mit euch, Bro? Genauso wie diese Leute, die mit Käfig dann irgendwelche mit Haien schwimmen. Ich habe noch nie einen Schwarzen gesehen, der das gemacht hat, um das mal so zu erwähnen an der Stelle. Was ist los mit euch, Digga? Hä?
Wie jetzt? In so einen Käfig rein mit Haien und dann ein Video aufnehmen? Bist du doof? Digga. Bringen. Doch was hat es dann mit den weltbekannten Bildern des Wracks auf sich? Denn immerhin ist der Weg zum Grund des Atlantiks für uns alle nur wenige Mausklicks entfernt. Allerdings... White People Activity. Attention. Ich schwör's dir nicht. Ich kenne keinen Bruder, der sowas überhaupt in Erwägung ziehen würde. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir so viel gestruggelt in unserer Vergangenheit, dass wir denken, so, warum sollen wir uns selber in Situationen reinbringen, wo wir potenziell sterben können, nur um kurz einen Adrenalinkick zu fühlen? I don't know, bro. Aber auch generell so, keine Ahnung, wo ich Bungee-Jumpen war, da war auch kein Schwarz. Wir sind so, wir tendieren dazu, solche Dinge nicht zu tun. Schon eine Menge Fantasie, um an den Überresten der Titanic die Spuren einer brachialen Sprengung zu erkennen. Nun, auch auf... Ja, so gesagt, ich fahre nicht mal Achterbahn. Das Argument kennt die, sagen wir mal, alternative Gegenseite eine Erwiderung. Wir kriegen selbstverständlich nur das zu sehen, was wir sehen wollen. Was haben eine Mumie und Gott mit dem Untergang der Titanic zu tun? What the fuck? Wem verschwörerische Versicherungsbetrüge, unbarmherzige Morde und versteckte Sprengladungen immer noch nicht abgedreht genug sind, don't mess with nature, fam. So. Sollte jetzt besonders aufmerksam zuhören. Tatsächlich stehen nämlich auch eine Mumie und Gott im Verdacht. I like that. Das nennt man auch Forschergeist. Das soll einen antreiben. Mit einem Käfig mit Haien zu schwimmen und dann eine Instagram-Story zu machen, ist Forschergeist. Dich in ein U-Boot reinzusetzen, was total unsafe ist, um dann von einem Bildschirm zu betrachten, was außerhalb des U-Boots abgeht, ist Forschergeist, Digga? Das ist Stupid-Geist. Dummheit nenne ich sowas. I don't know, bro. Das hat für mich persönlich nichts mit Forschergeist zu tun. Ist einfach unüberlegt. Und auch unnötig so. Finde ich jetzt persönlich. Das Schicksal der Titanic besiegelt zu haben. So war einer der Passagiere, der gemeinsam mit der Titanic in den klirrend kalten Fluten des Meeres versank, ein Mann namens William Steed. Der Brite war einerseits ein Redakteur und andererseits ein leidenschaftlicher Anhänger des okkulten Spiritualismus. Okay, wer hat denn das mit dem Forschergeist geschrieben? Wolfkind, okay, ich bin mal gespannt auf deine Antwort, Digga. So denken die und ich verstehe es, aber ist nicht für mich. Du verstehst es, oder was? Krass, ich verstehe es halt irgendwie nicht. Ein Meistermystiker, Digga, mieser Mystiker, Digga. Okay, wir bleiben beim Video. Die übrigen Passagiere blieben von Steeds parawissenschaftlichen Ausführungen nicht verschont, sodass dessen eigenwillige Überzeugung auch nach dem Unglück in die Welt hinausgetragen wurde. Digga, ich muss kurz wieder drauf eingehen. Wolfkind sagt, du musst auch so sehen, dass wenn niemand etwas wagt, wir... bleiben dann auf einem Niveau. Digga, checkst du eigentlich, dass die Leute, die dabei draufgegangen sind, Leute waren, die etwas nachmachen wollten, was einer schon gemacht hat? Die Forscher waren schon, und es waren keine Forscher, es waren irgendwelche reichen Menschen, die Langeweile haben und die irgendeinen Adrenalinkick haben wollen und dann darunter in diesem fucking U-Boot rein sind und dann darunter und dann über den Bildschirm geguckt haben, was da draußen abgeht. Irgendwelche YouTuber, irgendwelche Famous, so für Content und so und Cloud und für... dass die sagen können, ich war auch da gewesen. So. Das hat nichts mit Forschung zu tun. Forschung waren die Ersten, die das gemacht haben, die das Ding vielleicht entwickelt haben, die schon gecheckt haben, was da unten abgeht und was nicht. Das waren Touristen, Bro. Das sind Touristenaktionen. Genauso die Leute, die in Käfigen mit irgendwelchen Haien schwimmen. Das hat nichts mit Forschung zu tun. Das hat auch nichts mit Fortschritt zu tun. Das ist einfach nur, ja, ich will eine geile Instagram-Story machen oder ich brauche Adrenalinkick. So, hä? Was redest du hier? Infolgedessen griffen mehrere Zeitungen, wie etwa die Washington Post, die Geschichte über den altägyptischen Fluch auf und druckten Artikel, die Titel trugen wie »Der Geist der Titanic, die Rache der Mumie«. Das Pharaonenunheil soll dabei mit den ägyptischen Artefakten in Verbindung gestanden haben, die Molly Brown mit an Bord genommen hatte. Alternativ dazu soll sich sogar die Mumie selbst auf dem Schiff befunden haben, welche sich oh shit, halt aber nach wie vor im britischen Museum befindet. Eine andere tollkühne Behauptung der damaligen Zeit besagte, dass die Titanic unsinkbar sei. Nicht einmal Gott könnte sie versenken. In Anlehnung daran sollen einige katholische Angestellte der Belfaster Firma Harland & Wolff während des Baus der Titanic eine erschütternde Erleuchtung erfahren haben. Im Spiegel betrachtet schien die Schiffsnummer 390904 die Worte »No Pope«, also »kein Papst« zu bilden. War dies also ein unheilvoller Vorbote des Zorns Gottes, der die Blatt...
Okay, das ist ein bisschen jetzt zu tiefe Recherche hier gerade. Chemie der Menschen abstrafen. Spannendes Thema, nie wirklich mit beschäftigt. Ja, ne? Ist schon ein geiles Thema, finde ich auch. Oder? Nun, vielleicht wäre es das gewesen, wenn die Titanic dann auch diese Schiffsnummer gehabt hätte. In Wahrheit lautete die Rumpfnummer jedoch... Schon krass, wie das damals bauen konnten. Ja, guck mal, die Gerüste und so, crazy. 01, während die Nummer des sogenannten Board of Trade 131.428 war. Des Weiteren hätte es aber wohl ohnehin keine katholischen Mitarbeiter gegeben, die angesichts einer göttlichen Botschaft die Fassung verloren hätten, denn Harland und Wolff beschäftigte damals nur Protestanten. Und damit dich auch in Zukunft mit Videos über die ungewöhnlichsten und spannendsten Theorien aller Zeiten beschäftigen können, klick jetzt gern auf den Daumen und den Abo-Button, denn so verpasst du nie wieder ein neues Video und wir hören uns. Ich küsse doch deine Zirbeldrüse, mein Jutz, da war ein gutes Video, finde ich persönlich jetzt. Wenig aufmerksam, erst vor 6 Stunden hochgeladen, crazy. Aber gutes Video, oder Freunde? Fand ich gut, endlich haben wir uns mal mit dem Thema Titanic auseinandergesetzt. Liebe geht raus auf jeden Fall. Schreibt eure Theorien und Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video, haltet die Ohren steif. Bis dahin, peace out. Gang. Guter Kanal, Digga, feier ich.